Herzlich willkommen, ihr Lieben, Basteln für die Seele. Hier findet ihr Ausflüge mit meinen Hunden, morgens zum Sonnenaufgang, vieles gebastelte Ideen. Ich probiere gerne aus und recycle gerne. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Guten Morgen, guten Morgen. Sonntagmorgen, 5:30. Musste noch mal schnell anhalten. Bin auf dem Weg nach St. Vith, da geht's rüber. Ich zeige euch mal ganz kurz hier so rüber, warum. Hier ist einfach ganz schön, ne? Nochmal zur Sonne hin. Hui! Ja, wir wollen in den St. Peter Wald. Das heute ist so wunderbar. Ich musste nochmal aussteigen, um euch das schöne Panorama auf Wiedenbrück zeigen zu können. Ich versuche mal ran zu zwitschern. Seht ihr, da sind die Kirchtürme zu sehen, oder der Kirchturm. Wir sind jetzt hier. Nur ein Stückchen weiter. Da hat man, wo das Rote leuchtet, einen neuen Sportplatz gebaut vor einigen Jahren. So, wir sind gleich da. Wir begrüßen uns gerade im Dorf. Meine sind einfach mal weitergegangen. Keine Panik, Käubchen. So. Die haben ja alles neu gemacht. Ich glaube, hier so ein Kindergarten, ne? So, wir sind jetzt, da ist nochmal das Söhnchen, wartet mal. Sehr schön, ne? So, wir kommen jetzt in den Wald. Oh, ich habe Mückenspray wieder vergessen. Irgendwas ist doch immer. Ja, die umschwirren mich. Hier ist das alles sehr hoch dieses Jahr. Guck mal. Da waren wir schon, oh, ein halbes Jahr nicht mehr oder noch länger. Im St. Vither Waldchen. Ja, ist direkt im Dorf. Ja, wenn ich gleich zurückkomme, dann kann ich noch zum kleinen Bücherschrank. Der ist am Küsterhaus und das ist da bei der Kirche. Und vielleicht habe ich ja Glück und finde noch irgendwas Schönes heute. Wäre ja toll. Ja, wir sind mitten im Wald hier. Hui. Ich habe sie jetzt an der Leine. Es ist hier nicht so gut, wenn wir sie laufen lassen. Naja. Und mal weiterlaufen, gell? Die Vögel singen so wunderbar, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich hoffe sehr, die Kamera fängt es so ein bisschen rundherum auf. Guck mal, hier ist auch ein Weg, hier bin ich noch nie gegangen. Und da guckt so die Sonne durch. Wunderbar heute, wunderbar. So schön die Waldstimmung, wenn die Sonne so reinscheint. Ist wirklich zu so schön. Wegkreuz, was man wieder richtig schön sauber gemacht hat, beziehungsweise sogar, so wie ich denke, ganz restauriert hat. Da ist noch so ein kleiner Hof. Wir sind mittendrin im Wald hier. Die in St. Vith wohnen, die brauchen nur aus der Haustür gehen und sind im Wald. Ist das nicht herrlich? Da blüht noch was. Ist das vielleicht eine Birne? Oder? Kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall ist das erstaunlich, dass hier noch so ein Bäumchen blüht um die Zeit. Ne? So, ich gehe mal mit euch rüber. Blick auf die schöne Barockkirche in St. Vith. Links daneben parken wir. So, ich gehe noch mal ganz kurz mit euch rum. Kommt ihr beiden? So, hier ist eine große Wiese. Und da ist die Sonne noch mal. Wow. Wow, wow, wow. Klasse. Und da geht es wieder rein in den Wald. Das ist herrlich hier. Es ist ganz herrlich. Weil die Luft ist relativ frisch, aber gleichzeitig doch ein bisschen dumpfig. Guck mal, dieser Baum, was der da für Gewächse dran hat. Da sieht er irre aus, ne? Sieht das nicht wunderbar aus im Sonnenlicht? So, wir gehen mal raus, wir gehen mal rüber in die größere Einstellung. Guck mal, der Farn, wie es leuchtet. Die Vögel, die singen wunderbar. Kamera an, habe ich sie ja wieder weggeflogen, die meisten. Guck mal, und Mücken, 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 Mücken. Da. Da schallert er wieder. Ja, ist herrlich hier. Da warten sie, sie sind immer geduldig. Oh, jetzt können wir hier so einen kleinen Rundweg durch die Felder machen. Dass sie hier ein bisschen laufen können. Muss natürlich sehr aufpassen, ist klar, logisch. Aber ich passe ja immer auf. Aber sie waren jetzt sehr geduldig, weil sie sind das ja nicht gewöhnt, dass sie nur an der Leine laufen.
Und deswegen, ja, ist mir schon zu warm, ich muss mal meine Jacke ausziehen. Ganz viel blüht leider nicht hier. Das steht sehr hoch. Guck mal, ich halte es jetzt auf Augenhöhe, hier die Kamera. Also ich weiß nicht, das ist kein Weizen. Was ist denn das? Oh, wisst ihr was, da sind überall meine so Käfer. Käferzeugs, ganz viele. Hier sind wir immer gern gegangen, mein Mann und ich. Aber er konnte natürlich jetzt schon seit Herbst 19 konnte er ja nicht mehr mitgehen, weil diese Wege konnte er nie mehr laufen. Danach, nachdem er seinen Nagel in das Bein bekommen hatte, von der Hüfte bis zum Knie, weil der Oberschenkel vom Krebs befallen war. Und die hatten befürchtet, dass der bricht. Und da kriegte er diesen Nagel rein. Bis zu dem Moment lief der wie ein Döpken, Stunde um Stunde. Ne? Er wurde nicht müde. Danach war es vorbei. Blick auch Richtung Wiedenbrück. Herrlich. Leichter Morgennebel liegt hier. 6 Uhr läuten von der Kirche aus St. Piet. Mich haben schon die Bremsen gestochen. Hier sind nämlich auch Bremsen. Ekelhaftes Volk, das so ein richtig schöner, wie so ein, früher so ein Weg war. Durch die Felder. Und ich sehe Mohnblumen. Die ersten Mohnblumen, die ich sehe dieses Jahr. Wunderschön. Ich liebe Mohnblumen. Hier sind noch ein paar. Kamille duftet. Daneben steht die Schafgarbe hier noch. Das ist so wunderbare Stimmung. Ganz, ganz, ganz herrlich. Und meine beiden hier bleiben brav bis jetzt auf dem Weg. Oh ja, hier sind auch überall Kornblumen an der Seite. Oh, ist wunderschön, oder? Kornblumen liebe ich ganz auch sehr. Viel. Großer Busch, richtiger Busch hier. Wunderschön. Das ist wunderbar, dieses Sonnenlicht auf den Ähren hier. Auf den Grannen. Da auch. Das Licht ist heute Morgen so wunderbar. Einmalig. Aber ich bin schon wieder am Pusten, ihr hört's, ne? Ich kann nicht ändern, da ist mir schon wieder zu warm. So. Man könnte jetzt da noch wieder bis zu diesen paar Bäumen da links im Hintergrund gehen, aber das tun wir nicht. Wir gehen hier wieder weiter. Wir machen nur so einen Bogen. Die Bremsen, die ärgern mich ganz, ganz doll hier. Die stechen wie verrückt. Hier haben wir jetzt Kamille. Das andere, was ist das mit diesen großen? Warte, kann ich sogar zeigen, ist da drüber. Das ist Hundskamille, ne? Nicht, dass da ein Missverständnis ist. Dieser Schafgarbe. Ich weiß gar nicht, das ist irgendwie so eine Futterpflanze oder ein Dünger. Ich habe keine Ahnung. Guck mal, wie das hier zugewachsen ist. Hui! Wild romantisch. Guck mal, die schönen Gräser hier. Ich hoffe, die Kamera kann so ein bisschen einfangen. Aber man hat natürlich komplett nasse Fies. Ist nicht schlimm, ist ja warm. Hier neben dem Mais. Diese Hundskamille, echte Kamille, Kornblumen und so weiter. Also auch hier in diesem, das scheint Weizen zu sein, auch hier ein paar Kornblumen noch drin. Und die Sonne natürlich. Hui, ist das warm. Gott im Himmel, ist das warm. Geh noch mal rüber auf den Kirchturm von Wiedenbrück. Herrlich, oder? Ich kann noch nicht mal erkennen, was das ist. Ich halte mal die Kamera drauf. Rehe. Ja, Rehe, ich sehe es jetzt auch. Hui, ich habe doch noch eine Mohnblume gefunden. Ja, wir sind jetzt diesen schönen Weg gegangen. Aber ich bin bis zu den Knien nass. Oh, Tara kann nicht mehr, ich auch nicht. Wir suchen uns jetzt gleich, versuchen wir irgendwo zu sitzen. Seht ihr das? Wir sitzen einfach hier auf diesem Weg, auf dem Mittelstreifen. Wir halten einen bestimmt für verrückt, wenn sie sehen, aber hier läuft um die Zeit keiner. Ist noch so früh. Die Sonne ist schon so warm. Wow, 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 wow. Und da ist mein liebes Mimäuschen. Tara, die kennt die Strecke gut. Mia ist ja auch gelaufen, aber nicht so oft wie Tara natürlich, ne? Und hier bin ich mit glitschenassen Fiesen und die Hose ist bis an den Knie nass. Mein Knie tut auch ein bisschen weh. Also uns kommt, und Tara konnte nicht mehr. Man sieht seine Augen, ne? Ganz müde Äugelchen hat, sie geht schon. Hui, wir ruhen uns jetzt mal aus. Jetzt sind wir wieder hier Richtung Wald. Da ist noch so ein kleiner Hof und so Häuser. Die wohnen ganz herrlich. Wie normalerweise sind wir hier rumgegangen und da hinten, ich gehe mal so ein bisschen rein mit der Kamera, an dem Wald entlang und dann hinten quer durch den Wald zurück. Das ist noch ein ziemliches Stück, das schafft Tara nicht. Sie ist ziemlich langsam geworden und das ist auch sehr drückend heiß inzwischen. Wir gehen jetzt ganz langsam hier diesen Weg durch den Wald zurück.
haben wir sonst nie gemacht, weil wir sonst immer den großen Bogen gemacht haben. Aber ist in Ordnung. Sie soll sich ja nicht unnütz quälen. Ne? Neues Leben aus dem gefällten Rest, aus diesem Restbaum, aus diesem Stumpf. Ja, die Sonne ist schon gnadenlos jetzt. Wir gehen jetzt wirklich wieder Richtung Wald. Kommt ihr beiden, ich mir ist auch zu viel. Ehrlich gesagt bin ich ganz geschwitzt. Ich kann mal gleich nach Hause in die Dusche bei nächster Gelegenheit. Hier blüht es auch noch mal so gelb. Und hier ist das Rühr mich nicht an. Aber es ist noch nicht wirklich so weit, dass man dran fassen kann, dass es abspringt. Kommt sehr viel Holz aus dem Wald auch geholt im letzten Jahren, wo ich nicht hier war. Den Stämmen wachsen schon wieder neue Pilze, Baumpilze. Der Rückweg gestaltet sich sehr mühsam, da Tara nicht mehr kann und Mia wohl nicht will. Die will wohl weiter. Ich weiß es nicht manchmal bei mir. Vielleicht kann sie auch nicht. Auf jeden Fall gehen wir ganz, ganz langsam, bleiben alle paar Meter stehen. Aber ich merke, wie schwer Tara auch atmet. Also sie kann das nicht mehr. Größere Runden gehen gar nicht mehr für sie. Ja, vor allen Dingen jetzt, wo der Hitze, ja. Ich stehe mitten im Wald nochmal. Die Sonne kommt so schön dadurch. Ja, man sieht, wie das Leben weiterläuft. Tara ist jetzt auch alt. Ich habe gerade heute, im Blog von ihr ein Bild. Ich tue das mal. Ach, ich gebe es hier in den Film mit rein. Und sie war so süß. Wie schnell sowas vergeht, die Zeit. Es ist Wahnsinn, oder? Es ist Wahnsinn. Ja. Normalerweise wären wir da rausgekommen wieder, großen Bogen geschlagen und würden jetzt hier auch, wie wir jetzt machen, zurückgehen Richtung Dorf, Richtung Auto. Tara fehlt sehr, sehr schwer das Gehen. Ich gehe ganz, ganz langsam schon, aber oje, oje. War doch vielleicht zu viel für sie. Und ich bin so früh aufgestanden, wir waren ja um 5:30 schon unterwegs. Ja, damit wir nicht in der Hitze rumlaufen. Ne? Ja, wir sind hier wieder an dieser Lichtung, hier an dieser Wiese. Und jetzt geht's gleich Richtung Dorf. Magische Momente sind das. Guckt euch das Licht an, wie das so einfällt. Ganz herrlich. Ein Hase und Schafe. Hier am Küsterhaus. Ich gehe mal kurz rum. Ist so wunderbar. Jetzt gerade im Morgenlicht. Das ist wirklich schön hier. Geh mal ein paar Meter weiter. Und dann kann man auch die Kirche sehen. Seht ihr? Ja, hier sind immer viele Veranstaltungen. Ich weiß da nicht so viel drüber, weil ich da ja nicht hingehe, aber ist auf jeden Fall ganz interessant hier. So, ich gehe jetzt zum Auto. Ich bin auch total kaputt. Ich bin am Schwitzen, wie verrückt. So warm. Furchtbar. So, jetzt geht's gleich nach Hause hier. Das ist der Bücherschrank. Es ist so ein Regal hier in diesem Fall. Da kann man auch manchmal was finden. So, wir fahren nach Hause. Das war's von heute. Meine liebe Rose, noch diese kleinen Knospen da oben. Dann ist es das erstmal wieder. Die anderen sind leider durch den Sturm abgebrochen. Und dann stellte ich fest, nach dem dollen Regen, dass dieser Kübel randvoll mit Wasser war. Und dann habe ich das abgeschöpft, soweit ich konnte, aber es sackerte nicht mehr raus. Und da ich nicht möchte, dass mir die Rose komplett die wäre ja verfault im Wasser, habe ich den ganzen Kübel ausgeleert. Die Erde raus, es war schon ziemlich schwer. Das waren 3 oder 4 so Eimer voll mit Erde und es ist immer noch ein bisschen drin gewesen. Da musste ich das mehrfach den Kübel hin und her. Und zwar hatte die Rose, da ist ein so ein Abwasserloch drin, so ein Abflussloch in diesem großen Ding. Und da hatte die Rose eine riesengroße Wurzel durchgeschoben und das jetzt verstopft. Ja, Problem war, jetzt musste ich die Wurzel natürlich, die konnte ich nicht durchziehen, die steckte fest. Jetzt muss ich die große Wurzel da unten kappen. Ich hoffe, dass sie das überlebt. Also das war natürlich jetzt nicht gut. Ich hatte noch einen Sack Erde. Mir fehlt noch was. Ihr seht, das ist nicht richtig voll. Das muss ich morgen mal besorgen.
Und ich hoffe, dass sie sich erholt. Die haben mein Mann und ich noch gepflanzt, als wir so einiges überstanden hatten, die beiden Rosen. Deswegen hänge ich ganz besonders dran. Die Lavendel, die beiden, die habe ich einfach hier mit reingesetzt. Hier kann ich ja vielleicht noch ein, zwei Pflanzen gucken, was ich finde. Ja, sonst sieht es hier nicht so. Die haben sich gemacht, diese kleinen, die weiß ich nicht so wirklich. Hier kommt so ein kleines bisschen Männertreu durch. Oh, der Kübel ist auch zu. Seht ihr, da bin ich bis dahin noch gar nicht gewesen. Da muss ich da auch noch mal hin neu machen. Der Abfluss ist auch zu. Habe ich bisher noch nie erlebt. Ja, das muss ich dann gleich machen. Und so war das bei dem Großen auch. Da kann man sich vorstellen, dass das nicht toll ist. Das Einzige, was richtig schön ist, ich gehe mal mit euch kurz hin. Ja, muss ich auch wieder mähen. Das ist der Männertreu. Der hat sich hier richtig schön gemacht in diesem Tontopf hier. Der ist richtig schön hier. Die hat auch gut geblüht. Die fängt jetzt leicht an zu blühen. Da kommt jetzt das erste Mal so kleine Strempelchen oben raus. Ja, die sehen auch nicht schlecht aus. Lavendel geht. Da unten kümmert sowas vor sich hin. Frauenmantel ist nicht so. Die hat ganz doll geblüht, diese blaue. Und dieser Weihrauch geht auch. Ja, die ist ziemlich verblüht. Ich glaube, die muss ich jetzt mal dann bald abschneiden. Und hier, das soll diese Blumenwiese werden. Die stehen immer noch zu dicht. Ja, ich weiß jetzt gar nicht genau, was ich damit mache. Ob ich die versuche, einfach so zu lassen. Ja, und das ist dieser Kartoffelturm, der sogenannte, wo oben noch ein paar Zwiebeln sind. Da habe ich mir schon ein paar Mal so ein bisschen Grün von geholt. Aber die fangen jetzt an zu blühen. Die Kartoffeln scheinen da ganz gut drin zu gedeihen, muss ich sagen. Guck mal, da bin ich ja mal gespannt. Ja, so sieht das hier aus. Meine Rose ist jetzt abgeblüht, bis auf die da oben. Drück mir mal die Daumen, dass sie nicht eingeht durch diese ganze viele Staunässe. Ich hoffe sehr, bei der anderen sieht es besser aus, oder? Ja, bei der anderen sieht es besser aus. Ja, das war's von heute. Ich habe mir gestern so ein bisschen den Nacken, den Rücken verhoben hier, weil ich den Kübel, der ist auch, wenn er fast leer ist, ist er relativ schwer. Aber ich musste ihn ja hochnehmen und die Erde drunter weg und das Loch suchen und immer wieder hoch und immer wieder drehen und ziehen und zerren. Ich habe den jetzt auf so einen Stein gestellt, dass das Loch frei bleibt, hoffentlich. Egal, auf jeden Fall habe ich mich ordentlich verzerrt. Ich weiß nicht, ob ich heute bastel. Wenn nicht, ist das nur ein kleiner Spaziergehfilm morgen am Montag für euch. Ich glaube eher, ich bastel heute nicht. Ich werde mich heute mal ganz doll ausruhen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schön, dass ihr wieder dabei wart bis zum Ende. Ich danke euch dafür. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und ihr habt vielleicht einige Ideen mitnehmen können oder Anregungen. Naja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, alles Gute. Auf Wiedersehen.